Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer kleinen weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 15 im Singleplayer auf der Map Belgique Profond. Ich bin gerade dabei, die Maschinen sauber zu machen. Ich habe jetzt offline, sagen wir mal, also außerhalb der Aufnahme, habe ich jetzt die restlichen Felder, das heißt unten Feld Nummer, Moment, badam badam, ne, hier, 9, also 6 und 9 angesät und jetzt ist 6, 7, 8, 9 komplett angesät und gedüngt. Feld 31 wird gerade angesät von unserem Kollegen. Das ist der hier. Das läuft ja nicht ganz gut jetzt mit dem Helfer. Ist nicht der schnellste, aber ist egal. Ich habe ihn jetzt schon einmal nachgefüllt. Das heißt, das Nachfüllen vor Ort, das funktioniert ja nicht ganz gut mit der Saatgutkiste. Und so, den habe ich jetzt auch mal hier schön angepackt. Das ist der hier. Genau, hier wollte ich das jetzt noch fertig abwaschen, damit wir das wieder verräumen können. Denn wir haben was zu tun heute. Und zwar, ich bin jetzt nach dem Urlaub wieder da, eigentlich im Prinzip so. Und zwischenzeitlich, es war natürlich klar, dass das passiert, wenn ich weg bin, ist die Ultima erschienen. Die Krone Ultima, also die Leute, die das Let's Play ein bisschen beobachten, die wissen genau, ich habe gesagt, wenn die Ultima da ist, dann wird alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit diese auf den Hof kommt. Und das machen wir jetzt auch. Das heißt, wir werden jetzt gleich unsere Silage öffnen. Und da sofort was rausnehmen und das verkaufen, weil das ist einfach der schnellste Weg, damit wir jetzt zu Geld kommen. Ich glaube, die kostet 114.000. Lass mich kurz... Nee, falsch. Badem, badem. Hier, 143.000 kostet die. Und... Also, mir geht es jetzt mal darum, dass die jetzt mal am Hof steht, damit wir die da haben. Das ist mir schon mal wichtig. Und dann werden wir in den nächsten Folgen, in den kommenden... Gras mähen und sofort Silageballen pressen, weil darauf habe ich mich jetzt schon wirklich lange gefreut und das muss natürlich jetzt ausgenutzt werden. Deswegen habe ich jetzt auch das ganze Zeug, also Ansehen und Düngen habe ich jetzt alles, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, schnell ohne Aufnahme gemacht, damit wir da eben keine Verzögerung drin haben, damit wir es wirklich uns jetzt auf die Krone Ultima spezialisieren können. Beziehungsweise damit wir die jetzt, ich habe dich sicher schon irgendwo anders gesehen oder selbst gespielt, ihr wisst wahrscheinlich schon viel besser, wie die funktioniert. Aber was ich bis jetzt gehört habe, soll die richtig gut funktionieren. Also ich, wie gesagt, ich freue mich da schon wirklich lange drauf. Das heißt, dieser Klaas Roland, der wird wegkommen, wenn die Krone Ultima da ist, weil, sorry, aber wenn die wirklich so ist, wie es beschrieben ist und wie alle sagen, dass sie wirklich so traumhaft ist, ja bitte, dann werden wir ganz klar die Krone Ultima nehmen. Ganz klar. So, die stelle ich jetzt... die stelle ich jetzt hier hinten rein. Das heißt natürlich, wir können dann den Klaas Roland, also die kleine Rundballenpresse, und den Tanko, den können wir dann verkaufen. Weil das brauchen wir nicht. Das heißt, dieses Gerät hier rechts... Das können wir verkaufen. Und den Klaas Roland. Roland? Ja, ich glaube, der heißt Klaas Roland. So, angehangen und drüber gefahren. Ach, diese Palette hier, die stört mich ein bisschen. So, hier sollte das passen. Ungefähr, also ich will jetzt keine Meisterarbeit draus machen. Also ein Hakenlicht müssen wir auch mal dann verwenden. Aber ja. Wir haben noch Zeit. Also eigentlich nicht, weil ich will jetzt unbedingt die Krone haben, aber... Ich meine, natürlich hätte ich jetzt das alles ohne Aufnahme machen können. Aber ich habe ja gesagt, alle Sachen, die den Kontostand betreffen, die mache ich in der Aufnahme. Also nur in der Aufnahme. Weil ich das einfach realistischer finde, weil sonst ist auch doof. Da sind 150.000 mehr da und keiner weiß warum. Ja, muss jeder für sich selbst wissen. Ich glaube, so wie ich das hier mache, das kommt ganz gut an bei euch. Und deswegen schaut ihr das Let's Play ja auch. Das ist auch... Hätte nicht gedacht, dass das Ding mal über 100 Folgen haben würde. Oder dass ich über 100 Folgen machen von diesem Ding, weil es einfach so gut ankommt. Für unsere Verhältnisse, sagen wir jetzt einmal. Ich meine, für andere Let's Player wäre das ja Peanuts. So ein Let's Play mit 200 Aufrufen pro Folge, das wäre ja... für manche gar nicht lohnenswert, aber naja. Wir schweifen vom Thema ab. J.
So, und rauf, auch J. Ah, ja, genau. So, dann werden wir das Ding gleich anschalten. Weil es läuft ja auch ohne Trecker, habe ich mir sagen lassen. Des Öfteren. So, aber wir müssen das jetzt kurz abkoppeln. An der anderen Seite ankoppeln. Achso, ich habe auch die Frage... Ich habe noch nicht alle Fragen gelesen von euch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß auch nicht, ich habe ja gesagt, wegen dieser Class Quadrant, weiß ich nicht, die neue, die wir jetzt als Vorführer bekommen haben. Ich habe da noch keine Informationen, was ihr wie da abgestimmt habt. Behalten, nicht behalten, das alte Zeug verwenden oder die neue verwenden. Ich musste erst gucken, wirklich, ich habe noch keine Ahnung. Aber mich würde es natürlich schon freuen, wenn... Wenn, ne? Hallo? Öffnen? Ach, schön. Also wenn wir zumindest ein bisschen die neue Presse verwenden. Ich meine jetzt nicht auf ewig, aber so ein bisschen wäre schon ganz nice. So machen wir das. Ich weiß, dass ich keinen Trecker dran haben müsste, aber ich lasse ihn jetzt trotzdem dran, wenn ich den verschieben muss. So. Lass mich kurz denken. Eigentlich so, ne? Ja! Es funktioniert. Okay, derweil schauen wir ganz kurz, was der Helfer macht. Ja, er fährt. Das ist wichtig. Er fährt und fährt und fährt und fährt und fährt. Wie gesagt, es ist nicht schlimm, wenn man eine geringe Arbeitsbreite hat, ne? Und es braucht nur seine Zeit. Oh, das passt aber so. Ich würde sagen, das passt. So. Gut, spontan würde ich sagen, wir sind voll. Deckel zu. Und es geht los. Okay, da ist schon... Gas! Da hat er schon zu kämpfen, der gute Deutz, ne? So, Moment mal. So viel Zeit muss sein. Ja. Weiß nicht, so umleuchten, machen das Ganze noch ein bisschen schöner, wenn ihr mich fragt. So, dann werden wir jetzt hier. Ah, der Raps ist ja auch reif. Genau, der ist ja schon ewig lang reif hier. Den müssen wir mal abernten. So, und da uns also dieses Feld gehört, gehört uns natürlich auch dieser Weg hier nebenan. Das heißt, wir dürfen ihn benutzen. Das ist ja alles unser Gebiet hier, wenn wir das so wollt. So, ich weiß nicht. Ich weiß jetzt wirklich nicht, ob wir mit einem Anhänger genug haben, sonst fahren wir sofort den zweiten. Weil genau für solche Sachen haben wir uns ja, oder habe ich mich ja vorbereitet, ne? Falls die Ultima da ist, dann wird sofort Geld reingeschafft und sofort das Ding besorgt. Was ich natürlich dann auch noch kaufen muss, was ich gesehen habe, dass es Folie und Netz gibt. Auch sehr schön. Ich gebe Vollgas, also nicht wundern, ich gebe wirklich Vollgas. Aber durch diesen realistischen Gewichtsmod, weiß gar nicht, wie der jetzt heißt, wird das Ganze, also ist klar, ich kann jetzt nicht mit einem voll beladenen Dreiachsanhänger da 50 den Berg hochkrallen, das geht nun mal nicht. So, jetzt kommen wieder die Drehschemel-Rückfahr-Skills. Wow, 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 wow. Alter Schwede. Darf nicht so schnell fahren hier. Ich glaube, dieser Hänger kann nur hinten abladen. Ja, der kann nur hinten abladen. Aber ist ja kein Problem für uns. Ne? Sagte er und musste vorfahren. Nee. So, wenn ich den ein bisschen rumreiße. Ist auch nicht ganz feinfühlig, ne? Oha. Boah, das kann sich.
sich ja kein Mensch anschauen, was ich hier mache. So, geschafft. Puh. Schon nochmal knapp gewesen. Immer rein damit. 150.000 brauchen wir. Gut, das habe ich mir schon gedacht. Deswegen werden wir jetzt noch parallel dazu Milch verkaufen. Das heißt, ihr seht es, wir schöpfen wirklich alle Möglichkeiten aus, um Geld dran zu bekommen. Der Milchanhänger ist oben. Sollte oben sein. Der muss oben sein. Gucken, ob da noch Wasser drin ist. Können wir mal gucken. So, das sollte hier stehen. Jo, hier steht er auch. Kann man das Ding aufmachen? Okay. Da ist noch Wasser drin. Verdammt. Aber das kann man, glaube ich, irgendwie ablassen. Wie war das? Genau, mit X kann man das ablassen. So, das war's. Und dann fahren wir hier rein. So, dann wird aufgefüllt. Wir werden bestimmt zweimal fahren, wenn nicht sogar dreimal. Das heißt, ich hoffe... Ja, es wird sich diese Folge nicht mehr ausgehen, ich weiß. Aber wir sind auf dem besten Weg, in der nächsten Folge dann die Krone Ultima zu kaufen. Und dann relativ schnell Gras zu mähen und Silageballen zu produzieren. Ach, das wird toll. Ich freue mich drauf. So, dann warten wir noch, bis das voll ist, das Ding hier. Voll. Okay. Dann geht los. So, was haben wir hier? Ah ja, unser Güllefass, unser Miststreuer. Neuen Wender gibt es auch jetzt vom Mod Contest. Ich glaube, der ist auch sogar vom BM Modding. Habe ich auch mit reingenommen. Den muss man dann mal angucken. Alter Schwede. Ja, bei dem schönen Wetter heute kann man eigentlich ruhig mal die Scheibe öffnen vorne, ne? Ja, kann man machen. Doch, kann man machen. Schön gemütlich Milch wegfahren. So, das... Ja, genau, das war hier. So, deswegen habe ich ja unseren kleinen Wenigen genommen. Das sollten wir eigentlich so, ja. Genau. Derweil schauen wir ganz kurz. Okay. Oh, der steht. Der darf nicht stehen. Weiß zwar nicht, warum ich jetzt immer noch das Geräusch vom Milchabladen im Ohr habe. Aber okay. Wir warten jetzt ganz kurz. Bringt auch ganz schön viel, ne? Passt. Habe ich eine Anzeige, wie viel das jetzt war? Habe ich nicht. Okay. Gab es irgendwas mit 30.000? Circa. So. Moment, wir lassen den Institut hier stehen. Den hier wollte ich ja nicht haben, genau. Abhängen... Wow. So, jetzt seht ihr genau das, was ich gemeint habe, warum ich diesen Trecker hier mitgenommen habe. Denn dann kann ich vor Ort auffüllen. Müssen wir nur den richtigen Punkt... Da ist er. Überladen starten. Taste B. So, wird geladen. Ist leer. Toll. Aber ein bisschen können wir wohl noch fahren, glaube ich, oder? Das heißt, ich muss Saatgut holen.
Das hat doch so viel gebraucht, ne? Vielleicht können wir auch bei Gelegenheit einfach den Saatguthänger hier hinstellen. Wäre vielleicht auch keine blöde Idee. Jo, passt, wir machen das. Okay, wir sind schon wieder über die Zeit. Nochmal schnell ein Stückchen, ein bisschen abkippen. Naja. Okay. Ja. Wir haben jetzt knapp bei 100.000. Ich glaube, in der nächsten Folge wird es dann hinhauen, dass wir uns die Krone Ultima kaufen. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, dass das relativ schnell funktioniert jetzt. Und dann wird sofort Gras gemäht. Und vielleicht werden wir parallel dazu die Rapsernte bereit starten. Das weiß ich aber nicht. Müssen wir mal gucken. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. Hoffentlich, dass wir uns dann die Ultima kaufen können. Dann werden wir uns die ein bisschen genauer anschauen. Wird keine Mod-Vorstellung, aber wir werden uns die ein bisschen genauer anschauen. Und ja. Ich würde sagen, ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.